Marsch für das Leben. Am 16. September 2023 gab es für die Lebensrechtsbewegung in Deutschland gleich drei Premieren. Erstmalig wurde der Marsch zeitgleich in Berlin und in Köln durchgeführt. Zudem startete der Tag mit dem ersten Präsenztreffen der neu gegründeten Alpha-Organisation Seelsorge für das Leben und eine ganz besondere junge Dame hat die Seite gewechselt. 2019 noch auf Seiten der Gegendemonstranten in Berlin dabei, geht Norina heute zum ersten Mal für das Recht auf Leben jedes Menschen auf die Straße. Das erste Treffen der Seelsorge für das Leben fand in der Domstadt am Rhein statt. Dr. Andreas Kuhlmann, Sekretär der Organisation, hielt einen Impulsvortrag zu Evangelium Vitae, der großen Lebensrechtsenzyklika von Johannes Paul II. Und hiermit hätten wir schon zwei wichtige Ansätze nur kurz angedeutet, was zu tun wäre für uns in der Seelsorge. Uns gegenseitig als Seelsorger helfen, gut informiert zu sein und feste Überzeugungen zu erwerben, die dann ein öffentliches Bekenntnis erleichtern, wie es Jesus Christus von jedem seiner Jünger erwartet und besonders auch von uns. Kuhlmann machte deutlich: Hier ist heutzutage ein großes Hindernis, die Diktatur des Relativismus, ein Begriff, den Papst Benedikt seinerzeit geprägt hat, die es uns erschwert, innerhalb unserer christlichen Gemeinden Akzeptanz, so denke ich, für so ein Engagement zu finden. Ohne mühsame Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung dafür, dass der Einsatz für das Lebensrecht jedes Menschen eine wirkliche Christenpflicht ist, eine Kernaufgabe, wird man sehr wahrscheinlich kaum solidarisches Handeln in den Gemeinden fördern können. Der Seelsorger empfahl, die Enzyklika zu lesen. Sie habe nichts an Aktualität eingebüßt und sei geradezu prophetisch, vermutlich aber auch jüngeren Lebensrechtlern kaum bekannt. Dabei werde klar: Johannes Paul II. Betont die schwere Verpflichtung der Kirche, das Evangelium des Lebens zu verkünden, wobei er die dringende Aktualität, es war 1995, unterstreicht, angesichts zunehmender Gefährdungen, wie er schon damals sagte. Und wir könnten heute sagen, ja und jetzt erst recht. Sein Fazit: Eigentlich müssten heute alle Christen auf die Straße gehen. Kuhlmann hatte Johannes Paul II. Und Benedikt zitiert. Wie ist es dann mit Papst Franziskus? Der äußert sich ja auch immer wieder zum Thema Abtreibung. Hilft das? Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, das sind Schlagzeilen, das wird wahrgenommen von den Menschen und ich denke, das macht ihn auch sehr sympathisch, dass er mutig für das Evangelium vom Leben einspringt und da kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Theologin Laura Schmidt erläutert die seit 2022 bestehende Organisation. Die Initiative Seelsorge für das Leben gibt es seit Mai 2022 und wir haben heute hier das erste Treffen gehabt. Die Initiative wird in dem Sinne angenommen, dass wir einen Mitgliederstamm von ungefähr 300 bis 400 Seelsorgern haben, die aus allen Bereichen kommen. Aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche, aus den Freikirchen. Wir haben Krankenhausseelsorger dabei, Pädagogen, die sich dem Thema annähern. Und von daher wissen wir auch in unserem monatlichen Newsletter, den wir verschicken, dass wir deutsche Kurienkardinäle haben, die den lesen und empfangen. Wir haben deutsche Bischöfe dabei, aber auch ganz viele Priester an der Basis oder Geistliche an der Basis, die dieses Thema in ihre Gemeinde tragen wollen und Teil unserer Initiative sind. Beim Seelsorgertreffen lernten wir Norina kennen. Ich bin zum dritten Mal heute beim Marsch fürs Leben. Ich war 2018 und 2019 in Berlin auf der Gegenseite, auf der antifa-feministischen Gegenkundgebung. Und heute bin ich zum ersten Mal auf der richtigen Seite mit dabei, deswegen ist es für mich ein ganz besonderer Tag. Dann gratuliere ich absolut zu dieser Premiere, ganz, ganz großartig. Wie kam der Wandel? Ich habe mich vor 2 Jahren bekehrt, bin letztes Jahr nach Hause in die katholische Kirche gekommen und ja, ich glaube, da muss man gar nichts mehr zu sagen. Also, da strahlt jemand vor Glück. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin jetzt auf jeden Fall ein glücklicherer Mensch als 2018, 2019. Liebe Zuschauer von KTV, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr aus Köln berichten
Der Kölner Marsch für das Leben entwickelt sich zu einem richtigen Fest für das Leben. Und ich bin froh, dass wir das für Sie hier mit begleiten können. Und natürlich haben wir auch ein Team in Berlin, in der Bundeshauptstadt für Sie. Und wir zeigen Ihnen in dieser Reportage also nicht nur das Lebensfest aus Köln, sondern auch den Marsch für das Leben aus Berlin. Die Stimmung ist super. Wir freuen uns riesig, dass so viele Menschen hier sind. Ganz viele junge Menschen, ganz viele Familien, alte, junge, alle sind dabei, um heute für das Leben einzustehen. Es ist so schön, dass jetzt auch hier in Köln die Leute zusammenkommen, um ein klares Zeichen für den Schutz des Lebens zu geben. Ich liebe es, ich liebe die Stimmung, die Leute, die tollen Gespräche und ich möchte einfach für die einstehen, die keine Stimme haben, die im Bauch ihrer Mama sind und deswegen trage ich auch dieses tolle Schild und möchte es raus in die Welt tragen. Ich bin total motiviert und ich freue mich. Mein Vater kam aus dem Krieg, war in russischer Gefangenschaft, kam zurück und dann wurde ich wohl gezeugt. Und dann sagte meine Mutter später immer wieder zu mir, du bist unsere Wiedersehensfreude. Und das war für mich irgendwie schön, auch wenn ich nicht genau wusste, was das bedeutete. Weil uns das Thema Leben einfach wichtig ist. Und darum sind wir jetzt auch von Landshut hierher gekommen. Ich denke, da muss man einfach mit dabei sein und einfach auch Zeugnis dafür geben, für das Leben. Zahlreiche Lebensrechtsorganisationen waren in Köln neben dem BVL mit Ständen präsent. Unter anderem Alpha, die Stiftung Ja zum Leben und die Christdemokraten für das Leben, mit deren Vorsitzenden wir sprechen konnten. Wie hat sich jetzt das Recht auf Leben in Deutschland entwickelt in Ihrer Amtszeit? Also es wird nicht besser und ich finde, wir haben eine Situation, wie wir sie in den 74 Jahren seit Gründung unserer Republik eigentlich noch nie gekannt haben, dass wir eine Regierung haben, die sich in ihrer Politik wirklich aktiv gegen das Lebensrecht positioniert, wie man das sieht. Und was setzen Sie dagegen als ja doch auch politisch motivierte Organisation? Also wir versuchen, unsere ersten Ansprechpartner sind natürlich die Abgeordneten in den Unionsparteien, mit denen wir Gespräche führen und denen wir eben versuchen, mit Sachinformationen auch bei der Arbeit zu helfen. Und die sind aber schon recht gut informiert und haben das Thema auch wirklich auf dem Schirm. Und glauben Sie, dass die Union dann noch was bewirken wird? Ja, das ist eine Frage von Mehrheiten im Bundestag, ne? Und das ist natürlich problematisch, weil die Pro-Choice-Agenda hat natürlich eine Mehrheit mit Links und Grünen. Also auch die Linken sind ja pro-choice und die unterstützen natürlich diese Anträge der Regierung auch an der Stelle. Haben Sie noch Hoffnung für das Recht auf Leben in Deutschland? Ja, wenn ich mir den Marsch heute hier angucke und wir werden ja gleich auch die Live-Schaltung mit Berlin haben, ich denke, in der Zahl der Leute und diese vielen jungen Leute, die dabei sind, junge Familien, dann glaube ich, dass wir den längeren Atem haben und wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Das sag ich nicht oft, aber so deutlich gerne. In der Live-Schalte aus Berlin kam die Vorsitzende des BVL zu Wort. Alexandra Linder. Sie sagte unter anderem, in keinem Land der Welt gibt es einen Nachweis dafür, dass Abtreibung für Frauen irgendeinen psychischen, physischen oder emanzipatorischen Nutzen hat. In Berlin beurteilte sie für KTV die Beteiligung. Wir hoffen natürlich, dass es wieder mehr wird als letztes Jahr. Diese Steigerung haben wir jetzt schon die ganze Zeit gehabt wieder. 2019 waren wir hier in Berlin über 8000. Da würden wir gern wieder hin. Also wir hoffen, dass es 5 mal mindestens werden und mit Köln zusammen dann 8. Wie kamst du der Entscheidung, parallel auch in Köln zu marschieren? Wir sehen, dass die Bundesregierung bioethisch auf einem sehr gefährlichen Weg ist, weil sie so viele Gesetze verabschieden will, die gegen die Menschenwürde handeln werden und die auch gesellschaftlich entsprechende Folgen haben werden. Und deswegen haben wir gesagt, dann verdoppeln wir nicht nur unsere jährliche Arbeit, also was wir das ganze Jahr über tun, sondern wir machen jetzt auch mal einen doppelten Marsch. Und es hat auch schon in der Öffentlichkeit ziemlich Wirkung, wie wir gesehen haben. Wie sehen Sie die Beteiligung der Kirche an der Lebensrechtsbewegung, am Lebensrechtsengagement? Also ich habe jetzt Grußworte und Bischöfe so ein bisschen zusammengezählt, also die kommen, die Grußworte geschickt haben, die uns unterstützen. Das sind dieses Jahr schon wieder locker 10 bis 12. Also die Kirche hat sehr viele Aufgaben, aber natürlich ist die ureigene Aufgabe der Kirche auch das Lebensrecht zu fördern, denn das ist ja intrinsisch sozusagen. Wir haben so viel Unterstützung aus vielen Kirchen und Konfessionen, dass wir uns freuen einfach und immer weiter daran arbeiten, dass die anderen irgendwann auch kommen. Zum kirchlichen Engagement meinte Cornelia Kaminski, die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. Die Bischöfe sind sehr unter Feuer, das wissen wir alle. Und dieses Thema wird ja von den Medien auch entsprechend besetzt. Da gehört sehr viel
Rückgrat dazu, wenn man als Bischof dann sagt, ja, aber ich stelle mich jetzt trotzdem an die Seite dieser Menschen. Ich gehe mit ihnen, auch wenn mein BDKJ-Vorsitzender sagt, Abgrenzung, bloß nicht mit den Rechten marschieren. Also da bin ich sehr, sehr froh drüber. Finde ich klasse. Kaminski berichtet, dass man eine neue Hotline eingerichtet habe. Zunehmend würden Männer anrufen. Not und Druck der Frauen wachse. Aber man spüre auch mehr Gleichgültigkeit. Wie wichtig Beratung ist, zeigen die aktuellen Statistiken. Die Zahl der vorgeburtlichen Kindstötungen stieg in Deutschland von April bis Juni um 4,5% auf rund 26.700. Damit setzt sich der seit dem ersten Quartal 2022 beobachtete Anstieg im Vorjahresvergleich fort. Florian Wörner, Weihbischof in Augsburg, meint zur Beteiligung der Kirche in Sachen Lebensrecht. Ja, also es gibt das ganze Jahr über viele Initiativen in der katholischen Kirche. Ich erinnere an die Woche für das Leben. Einzelne Diözesen, Gruppierungen haben vieles. Aber ich glaube, es gibt noch Luft nach oben. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich dann rund 3000 Menschen in Berlin auf den Weg durch die Innenstadt, um für das Recht auf Leben jedes Menschen einzutreten, unter dem Motto: einzigartig, Leben wagen. Zeitgleich startete die von der Jugend organisierte und auch stark geprägte Demonstration in Köln. Ja, wir sind für das Leben. Ja. Also wir sind gegen den Trend in der Gesellschaft, dass die Mehrheit eben dafür ist, dass man wegen bestimmter Merkmale Kinder einfach nicht haben möchte. Und alte Menschen. Ja. Das Leben wurde uns von Gott gegeben und ich finde, wir sollten es beschützen. Und ohne Leben keine Zukunft. Ich bin zum ersten Mal da. Du warst schon in Münster mit dabei. Also sieht bis jetzt gut aus. Wäre natürlich besser, wenn jeder, der dafür ist, auch hier hinkommen würde. Aber sieht auf jeden Fall schon gut aus und wir freuen uns auch, hier zu sein. Auch viele Gruppe von Jugendlichen hier vor Ort. Das freut dann auch immer. Einer der Redner der Kundgebung in der Domstadt war Professor Dr. Paul Kullen, Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Ganz toll. Also es ist bereits jetzt ein Erfolg. Wir haben eine Teilnehmerzahl, ich weiß nicht, was die offizielle sein wird, aber ich kann jetzt schon sagen, die übersteigt unsere Erwartungen. Man weiß es natürlich nicht beim ersten Mal. Natürlich hat der liebe Gott mitgespielt beim Wetter, aber wir haben ein junges Orga-Team, junger Marsch, tolle Musik, tolle Stimmung, super. Jetzt wollen Sie auch ganz bewusst ein Gegenzeichen setzen bei dieser Ampelregierung, die Ihnen das Leben ja schwer macht. Wie schwer ist das Leben unter Rot, Grün, Gelb? Ja, also die Frau Lindner hat das die Tage gesagt. Es gibt keine Regierung, keine Legislaturperiode in Deutschland, wo mit einer solchen, muss man sagen, ideologischen Intensität gegen das Leben auf allen Ebenen gekämpft wird. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht im Moment, ja. Mit Blick auf die Ärzteschaft betont er. Also es ist ein persönliches Anliegen, ist natürlich erstens, dass die Gewissensfreiheit der Ärzte gewährt bleibt, dass die Ärzte nicht unter Druck geraten an diesen lebensverneinenden Maßnahmen, auch indirekt unter Druck mitzumachen. Und die andere Sache ist, wir hatten gerade in Nordrhein-Westfalen eine große Anzahl an katholischen Krankenhäusern, Stifte, Heime und so weiter. Und es ist wichtig, dass diese katholischen Häuser oder auch andere, alle Häuser, alle Krankenhäuser, aber insbesondere denke ich an katholischen Häusern, dass sie zu richtigen Oasen des Lebens werden. Und das geht jetzt nicht nur um die klassischen Lebensrechtsfragen, Abtreibung oder Suizidbeihilfe oder gar Tötung auf Verlangen, sondern es geht auch Sachen wie, wenn der ökonomische Druck eine zu große Rolle spielt im Krankenhaus. Also dass wir sozusagen mit dieser Marke Oase des Lebens jetzt starten und in einer Wüstengesellschaft, in der wir ja wohnen, eine Art Kontrapunkt setzen. Sandra Sinder war für die Alpha auf der Bühne in Köln. Sie berät Schwangere in Not. Zum Beispiel Melanie. Sie verlässt ihr Haus nicht mehr, hat ihr Auto das letzte Mal weit weggeparkt, damit niemand sieht, dass sie zu Hause ist und womöglich klingelt. Sie möchte mit niemandem sprechen. Nur ich und ihre Hausärztin wissen von ihrer Schwangerschaft. Sie musste sich krankschreiben lassen. Seit Wochen kann sie kaum schlafen und isst fast nichts mehr. So wie Melanie berichten mir auch immer wieder andere Frauen davon, dass es unter anderem
Die Reaktion des Arztes war, die sie mindestens genauso erschreckt hat wie die ungewollte Schwangerschaft. Bei der Feststellung der Schwangerschaft wurden sie sofort gefragt, ob sie das Kind möchten oder ob er mit der Ausstellung des Mutterpasses noch warten soll, da sie sich ja noch anders entscheiden könnte. Sinder spricht mit uns über die Beratungsleistung der Alpha. Also wir haben mehr Anrufe bei unserem Telefon auch und auch mehr persönliche Begleitung. Ja. Ist die Not der Frauen auch größer geworden? Würde ich so sagen, ja. Ja, also auf jeden Fall finanziell sehr viel größer, aber auch emotional, weil sich viel mehr Frauen in einer Einsamkeit wiederfinden, die ich vor 10 Jahren noch nicht so massiv erlebt habe. Ja. Wie begründen Sie das? Woher kommt das? Da kann ich nur mutmaßen, ehrlich gesagt. Aber also, es gibt vielfältige Gründe natürlich. Aber es ist eine generelle, allgemeine Entsolidarisierung zu spüren. Auch dieser komplett falsch verstandene Freiheitsbegriff, glaube ich, der heutzutage irgendwie demonstriert wird, der hat auch damit zu tun. Und Freiheit steht über allem, aber Freiheit halt auch dann, wenn sie falsch verstanden wird, die negative Seite von wir lassen dich alleine. Kurz vor Beginn des eigentlichen Marsches in Köln wurde Weihbischof Dominik Schwaderlapp von uns gesichtet. Was hat Sie veranlasst, herzukommen? Ich liebe das Leben und das Leben, wie Gott es geschenkt hat. Und ich finde, wir gehören auf die Seite des Lebens. Und gerade dann, wenn es in Not ist. Und hier sehe ich das Kind, das Ungeborene, genauso wie die Mutter. Beide gehören zusammen. Das ist ein sehr deutliches Bekenntnis zum Leben. Und ich bin froh, dass so viele Menschen gekommen sind. Und wenn ich in die Gesichter schaue, das sind frohe Gesichter. Ja, also ich liebe das Leben, ist das Motto. Hier geht es nicht um Kampf gegen etwas, sondern für etwas. Für jemanden, für ein Kind. Und für die Mutter und für alles, was damit zusammenhängt. Das ist ein gutes Zeichen. Wir brauchen das. Die gute Stimmung wurde von Anbeginn von massiven Gegendemonstrationen ein wenig getrübt. Wir haben gerade mit der Polizei gesprochen. Es ist leider so, dass die Jugend noch hier in der Sonne stehen muss, weil es eine Sitzblockade auf der Strecke gibt und die Strecke ist bis jetzt noch nicht freigegeben. Die Polizei wird entweder die Sitzblockade auflösen oder aber es wird eine neue Route geben für den Marsch für das Leben hier aus Köln. Wir nutzen daher die Gelegenheit und befragten den ehemaligen Vorsitzenden des BVL, Martin Lohmann, zu dieser Premiere des Marsches in Köln. Ich bin begeistert, ich bin glücklich, ich bin froh, ich bin den jungen Leuten einfach dankbar. Das ist ein großes Experiment, das ist jetzt schon gelungen. Großartig, dass hier so viele Leute hingekommen sind. Das ist ein Zeichen für das Leben, das einfach glaubwürdig ist. Die Jugend nutzte die geschenkte Wartezeit unterdessen bei flotter Musik zum Tanzen. Schon auf den ersten Metern zeigte sich der Protest der Gegenseite. Noch griff die Polizei ein. Die Route war geändert worden, sodass es leider erst durch einen Tunnel ging. Da ahnte noch niemand, dass dies der kürzeste Marsch für das Leben in Deutschland werden sollte. Professor Kohlen, wie sieht es aus mit Gegenprotesten? Das war schon massiv hier in Köln, oder? Ja, ich habe so den Eindruck, dass das deutlich mehr war als in Berlin. Ich schätze, das sind mindestens so viele Gegenprotester wie Demonstranten, obwohl wir mehr sind, als ich gedacht hatte. Also ich schätze mindestens, also vielleicht von uns, vielleicht, keine Ahnung, 1500, 2000 und von den Gegenprotesten vielleicht 2000 ebenfalls. Und in Berlin in den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, dass das ein bisschen totgelaufen war mit dem Gegenprotest. Das wirkte alles sehr abgestanden und routiniert. Und ich glaube, hier haben wir natürlich dadurch, dass wir es wagen, gerade in Köln, und zum ersten Mal natürlich die Provokation maximal und die reagieren entsprechend drauf. Gut, danke schön, ja, bitte schön für die Einschätzung. Danke. Direkt nach diesem Interview stoppte die Polizei den Marsch für das Leben wegen einer erneuten Blockade. Die Teilnehmer nahmen es gelassen und auch mit Humor. Also wir haben Geduld. Wir stehen zu unserer Meinung. Wir verkünden sie offen und freuen uns über offene Ohren. Wie das, denke ich, in der Demokratie, das ist das Tolle an unserer Demokratie, dass das geht.
Und wir würden uns wünschen, dass man uns Gehör schenkt. Und wir haben es nicht eilig. Von daher. Wir sprachen dann auch im hinteren Teil des Zuges mit den Teilnehmern. Für das Lebensrecht stehen wir hier sehr gerne. Macht mir gar nichts aus. Ich stehe im Schatten, mir geht's gut. Es ist interessant, was die Leute da machen. Wir wissen ja nicht genau, was da vorne vor sich geht. Es ist schade, wenn man bedenkt, dass die Leute so viel Hass in sich haben, dass sie das blockieren, weil wir stehen für Leben. Wir stehen, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben und Freiheit hat. Und dann kommen diese Leute und sind beleidigend, sind hasserfüllt, versuchen uns zu blockieren. Man versteht es nicht ganz. Finde ich nicht so schön, aber wenn es weitergeht, freue ich mich auch. Also ich bin recht locker, noch. Ich habe hier meinen guten, besten Freund das Mikrofon, um die Leute hier bei Laune zu halten. Ich gebe mein Bestes. Noch haben wir gute Musik, sind euphorisch. Es ist natürlich eine Frage der Zeit, wie lange das noch so bleibt, aber ich bin sehr optimistisch, ja. Der Optimismus der Lebensrechtler konnte sich wahrlich sehen lassen. Dann trafen wir Norina wieder. Wie erlebst du deine Premiere hier beim Marsch für das Leben auf der anderen Seite? Offensichtlich wunderschön. Also ich habe wirklich mich noch nie so wohl gefühlt. Es ist eine komplett andere Welt. Ich habe unglaublich viel Mitgefühl. Immer wieder kommen Gegendemonstranten und schreien. Manche sind wirklich auch sehr, sehr hartnäckig. Ich habe so viel Mitgefühl und ich bin wirklich so froh. Wir haben vorhin für sie gebetet, so wie vor ein paar Jahren für mich gebetet wurde. Und ja, hier die Stimmung ist fantastisch. Man kann es gar nicht glauben. Wir werden so viel hier aufgehalten und die Stimmung wird einfach nicht schlechter. Und es ist einfach genial. Sie hatte uns erzählt, wie die Gegendemos organisiert werden. Es ist sehr, sehr adrenalingeladen, sehr feindselig. Das baut auch bei linken Protesten immer darauf auf. So eine Gruppendynamik, so ein Adrenalin-Push, dadurch, dass auch natürlich viel geschrien oder so, also bestimmte Slogans wiederholt werden, die ja auch an sich sehr, sehr krass sind. Also jetzt als Christin ist es für mich total undenkbar, was wir damals gesagt haben. Und das reicht natürlich von eure Kinder werden so wie wir, bis hin zu Het Maria abgetrieben, werdet ihr uns erspart geblieben. Also es sind es ist eine sehr, sehr feindselige Stimmung und es ist auch, wie so oft bei linken Demonstrationen, so, dass die Leute, glaube ich, denken, ja, wir retten heute die Welt, weil wir uns gegen die Nazis, weil das sind ja immer, also die anderen sind ja immer die Nazis, weil wir uns gegen die auf die Straße stellen. Inzwischen wurde deutlich, die Polizei hatte die Situation nicht ganz im Griff. Die aus Hamburg angereiste Unterstützung war bei weitem nicht ausreichend. Stefan Brandmeier, Jurist und langjähriger Lebensrechtler dazu. Von der Polizeiarbeit habe ich das noch nie erlebt. Die Kölner Polizei lässt es zu, dass die Gegendemonstranten nicht nur den Marsch für das Leben blockieren, sondern jetzt, wo wir in die Gegenrichtung gehen wollten, haben uns die Gegendemonstranten faktisch eingekesselt. Das soll Polizeitaktik sein. Das ist eine Selbstaufgabe des Staates. Der Staat hat zu gewährleisten, dass die Versammlungsfreiheit für alle durchgesetzt wird. Und sich nicht vor Gegendemonstranten zu kapitulieren. Die haben die Demonstrationen auseinanderzuhalten und dann kann jeder sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit ausüben. Die Stimmung ist immer noch gut. Die Leute sind gut drauf und wissen, dass sie ja, für so eine wichtige Botschaft hier stehen und weiter sowohl ihr Sitzfleisch als auch ihr Stehfleisch einfach haben. Wir sind bis jetzt nicht so viel marschiert, mehr gestanden, aber die Leute haben mitbekommen, was hier los ist. Ludwig beurteilt die Parteibeteiligung außerordentlich kritisch. Das ist ein Riesenskandal, dass hier Mitglieder der Grünen mit ihrer Fahne, mit gewaltbereiten Antifas zusammen demonstrieren und unschuldige Familien, Kinder und ganz normale Bürger einschüchtern, ihnen ihr Recht auf Demonstrationen verweigern. Und das muss hier in Köln Konsequenzen haben. Kritik muss sich auch die Kölner Oberbürgermeisterin gefallen lassen. Sie wandte sich in den sozialen Medien öffentlich gegen die Lebensrechtler. Letztlich kann es beim heutigen Marsch für das Leben in Köln nur darum gehen, dass Frauen die Verfügungsgewalt über ihren Körper und ihre Gesundheit nicht überlassen werden soll. Das steht niemandem zu.
Ich finde es gut, dass sich viele Kölnerinnen dem entgegenstellen. Soweit die Oberbürgermeisterin. Die Teilnehmer des Marsches in Köln waren dagegen deutlich für etwas, für das Leben und zeigten das in aller Fröhlichkeit. Sie skandierten immer wieder: We are pro-life, wir sind für das Leben. Und auch in Abwandlung des Kölle alive aus dem Karneval: Kölle alive, Köln lebendig oder Köln lebt. Und auch die spirituelle Dimension der Lebensrechtler zeigte sich. Es gab nicht nur eine Gebetsgruppe, sondern auch einen frisch geweihten Priester, der den Primizsegen spendete. Endlich. Nach 2,5 Stunden hatte die Polizei eine Lösung gefunden. Die kürzeste Marschroute für das Leben aller Zeiten ging einfach zurück zum Ausgangspunkt, dem Heumarkt. Also ich finde, es geht richtig gut und das war auch richtig schön, außer die Gegner waren ein bisschen... Ja, die haben Singstreik gemacht, das hat uns ein bisschen genervt, aber sonst der Tanz und so war, wir hatten Party. Also es war jetzt aber mehr Stehen für das Leben als Marsch für das Leben, richtig? Ja, das stimmt, aber trotzdem, wir haben es getan und wir waren alle da und es war schön. Ich bin sehr dankbar, danke, danke, danke Jesus und ich bin das erste Mal dabei und ich finde es einfach schön und es war auch fröhlich. Wir haben gezeigt, dass wir fröhliche Katholiken oder Gläubige sind. Ja, das Ziel ist erreicht. Wir konnten zwar nicht durch Köln spazieren, der Route entsprechend, wo wir wollten, aber wir hatten wirklich einen tollen Tag. Das Lebensrecht war in Köln präsent. Wir haben auch Eskalationen vermieden, also es war eigentlich eine sehr gelungene Demonstration. Seid ihr traurig, dass ihr so wenig Kilometer gelaufen seid? Also eigentlich geht es ja nicht darum, wie viel man läuft, sondern um die Sache, also um die Sache, für die man gelaufen ist. Und? Seid ihr davon überzeugt, dass ihr hier ein gutes Zeichen hinterlassen habt? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es so schön, wenn man so mit den Leuten läuft und das bestärkt einen total in seiner eigenen Meinung auch. Und was rufst du den Zuschauern von KTV fürs nächste Jahr zu? Die Zuschauer sollen alle nach Köln oder Berlin kommen. Liebe Zuschauer von KTV, das war der Marsch für das Leben 2023 hier aus Köln und natürlich auch aus Berlin. Und wie Sie es gerade gehört haben von der jungen Dame, wer kann, sollte sich aufmachen oder auch die Aktion der Alpha unterstützen, die Du für mich. Sorgen Sie dafür, dass das Zeichen für das Leben auf den Straßen in Deutschland immer stärker wird. Grüße Sie alle sehr herzlich aus Berlin, wo wir uns zum Marsch für das Leben versammelt haben. Mit mir ist der Weihbischof Wörner aus Augsburg da und Dr. Josef Graf aus Regensburg. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat ein schönes Grußwort geschrieben. Lade jetzt schon ein für nächstes Jahr. Gehen Sie mit uns auf die Straße, geben Sie dem ungeborenen Leben eine Stimme. Vielen Dank. 21. September nächstes Jahr sehen wir uns hier wieder.